Hans-Torben Löfflert ist KI-Experte von Kamau Tech in Heilbronn. Hans-Torben, künstliche Intelligenz kann ja jetzt so langsam immer mehr. Löst sie auch bald mich zum Beispiel als Moderatorin ab vielleicht? Nee, ich denke, das wäre noch ein bisschen überzogen. Es braucht immer einen Menschen in dem Kontext. Zum einen muss ja die KI gebaut werden und zum anderen muss der Mensch am Ende oder entscheidet der Mensch am Ende und kann das dann weiterentwickeln. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, die Art und Weise, wie wir kreativ sind, verändert sich absolut. Also das heißt, dass wir quasi in unserer Kreativität jetzt auch auf eine KI zurückgreifen können, die da vielleicht noch mehr nachhelfen kann als früher. Exakt, genau. Also vielleicht müssen wir heutzutage nicht mehr lernen zu zeichnen, sondern wir müssen lernen, wie wir eine KI nutzen, um unsere Gedanken kreativ zu nutzen. Ja, vielen Dank, Hans-Torben, für diesen Einblick in die künstliche Intelligenz auf jeden Fall. Und Grüße zu Kamau Tech nach Heilbronn. Ciao. Ciao.